Er ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wir freuen uns, Sie und euch heute Abend wieder begrüßen zu können zu unserem Mittwochsgottesdienst, den wir wieder als Lobpreisgottesdienst feiern. Ja, wir haben allen Grund, unseren Herrn zu loben und zu preisen. Er ist für uns durch den Tod gegangen, ist für uns auferstanden, er ist Licht der Welt geworden und wir sind durch ihn das Salz der Erde. Darum soll es in diesem Gottesdienst gehen. Wir wollen miteinander singen das alte Osterlied 99, Christ ist erstanden, welches wir ja schon die ganze Zeit miteinander gesungen haben. Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Tod. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Pleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen.
Wir treten vor dich und bekennen unsere Schuld. Herr, was ist von Ostern übrig? Sind wir noch voller Freude über deine Auferstehung? Oder sind wir schon so weit im Alltag drin, dass wir gar nicht mehr merken, was geschehen ist? Ich glaube eher das Letzte. Wir werden vor Sorgen erdrückt. Wir hören so viel. Die einen machen sich Sorgen darüber, dass die Lockerungen zu schnell gehen. Den anderen geht es zu langsam. Ja, es ist eine Uneinigkeit und eine Zerrissenheit da, die Unsicherheit schafft. Wir haben uns wieder daran gewöhnt, aber damit auch gleichzeitig von dir entfernt. Herr, vergib uns das. Vergib uns, dass wir immer wieder meinen, aus eigener Kraft heraus handeln zu müssen. Ziehe du uns wieder hinein in dein österliches Licht. Kyrie. Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören das Evangelium. Die Lesung steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Was das Salz für die Nahrung ist, das seid ihr für die Welt. Und wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wie soll es sie wiederbekommen? Man kann es zu nichts mehr gebrauchen, darum wirft man es weg und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch brennt keiner eine Lampe an, um sie dann unter eine Schüssel zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen erhöhten Platz, damit sie allen im Haus leuchtet. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Halleluja, Halleluja. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein alter König hatte drei Töchter. Als er spürte, dass er in die Jahre gekommen war und seine Kraft weniger wurde, machte er sich Gedanken darüber, welche von den drei Töchtern denn nun Königin werden solle. Er hatte schlaflose Nächte deswegen. Aber dann hatte er eine Idee. Ich
Ich möchte meine Töchter daran messen, wie sehr sie mich lieben, dachte er. Am anderen Morgen ließ er seine Töchter vor den Thron rufen und fragte sie danach. Zunächst befragte er die älteste Tochter. Tochter, wie sehr liebst du mich? Vater, ich liebe dich so sehr wie das Gold, das du mir immer wieder schenkst. Der König freute sich darüber und fragte seine zweite Tochter. Tochter, wie sehr liebst du mich? Vater, sprach die zweite Tochter, ich habe dich so lieb wie meine Aussteuer, die ich bekommen habe mit allen ihren Edelsteinen und kostbaren Stoffen. Auch hierüber war der König sehr erfreut. Als er nun die jüngste Tochter befragte, musste diese lange überlegen. Was sollte sie sagen? Es war ja eigentlich alles gesagt. Dann fiel es ihr ein. Vater, ich habe dich so lieb wie das Salz, das wir für unsere Nahrung brauchen. Der König entsetzte sich darüber, ja, ward sogar zornig. Was? Mehr hast du für mich nicht übrig, wie das Salz, das man für ein paar Groschen in jedem Laden kaufen kann? Ja, er wurde so zornig, dass er seine Tochter aus dem Schloss verbannte. Diese kam zu einer guten Fee und sie diente ihr. Währenddessen wurde das Salz im Königreich knapp. Ja, mehr noch, es ging völlig zur Neige. Die Nahrungsmittel schmeckten fad, die Möglichkeiten zu würzen verringerten sich. Ja, man versuchte alles Mögliche, ja, man versuchte Nahrungsmittel süß zu machen, aber auch das ging auf die Dauer nicht. Ja, durch den Salzmangel wurden die Menschen und auch der König und die beiden älteren Schwestern der Prinzessin sehr krank. Die Fee hatte der jüngsten Tochter inzwischen mitgeteilt, was im Königreich ihres Vaters vor sich ging. Und die Tochter wollte natürlich gerne nach Hause, obwohl der König gesagt hatte, sie dürfe nur dann wiederkommen, wenn das Salz wertvoller ist als Gold und Edelsteine. Zum Abschied sprach die Prinzessin: Mütterchen, gib mir doch einen Beutel Salz, dass ich meinem Vater helfen kann. Wenn dir das Salz so viel wert ist, sprach die Fee, soll es dir von nun an nicht mehr ausgehen. Die Prinzessin kehrte heim, ging in das Schlafgemach des Königs, verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier und sprach ihn an. Ich habe dir etwas mitgebracht. Du mir? Sprach der König. Wer bist du? Ich habe dir Salz mitgebracht. Salz? Erstaunte sich der König. Dann nahm die Prinzessin den Schleier vom Gesicht und der König erkannte sie. Er war voller Freude, dass die Tochter wieder zurück war. Und nachdem sie ihm und auch den beiden Schwestern Brote mit Salz gegeben hatte, wurden sie alle wieder gesund. Ebenso das ganze Volk, denn das Salz ging, genau wie die Fee gesagt hatte, nie mehr aus. Jesus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Jesus vergleicht das Salz mit der Liebe. Ebenso tat es die
jüngste Königstochter. Jesus will uns damit sagen, dass wir uns untereinander lieben sollen, aber dass wir auch ihn lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Wenn nun aber das Salz nicht mehr salzt, so spricht er weiter, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass es weggeworfen wird. So geht es auch mit unserer Liebe. Wenn wir uns untereinander nicht lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, geht es uns und der Welt schlecht. Und wenn wir nicht zu Jesus aufschauen und ihn lieben, so wie er uns geliebt hat, können wir nichts tun. Weiter sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Niemand stellt das Licht, das er entzündet hat, unter eine Schüssel. Jesus sagt damit, gebt meine Liebe an andere weiter. Erzählt von mir. Lasst die Leute sehen, dass ihr an mich glaubt. Und liebt mich. Jesus liebt uns kompromisslos. Er hat uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung in diese Liebe, in seine Liebe mit hineingenommen. Ja, mehr noch, er hat die Bande zwischen dem Vater und uns gesprengt. So sehr liebt uns Jesus. Und wie sehr wir von ihm abhängig sind, spüren wir gerade jetzt. Es ist wieder Verwirrung da. Keiner weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Ja, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir Leben retten. Wir machen uns Gedanken darüber, wie können wir unser Leben meistern. Viele kommen mit der Enge nicht mehr klar. Viele wissen einfach nicht mehr weiter. Wir können nur darum bitten, dass Jesus uns zum Licht werden lässt. Ja, dass wir sein Licht weitergeben. In allem, was wir tun, seien diese Taten noch so klein. Er hat uns zugesagt, dass wir das Salz der Erde sind, dass wir ihm so wichtig sind wie das Salz für die Nahrung. Und er hat uns gesagt, wir sollen Licht in der Dunkelheit sein. Das können wir aber nur, wenn wir Jesus zum Licht in der Dunkelheit werden lassen. Wenn wir uns mit hineinnehmen lassen, in aller Not und in aller Unzulänglichkeit, in das Licht von Jesu Auferstehung, hineinnehmen lassen in seine Liebe, die so groß ist wie die Liebe zum Salz und die für uns genauso wichtig ist wie das Salz. Dann kann Frieden werden. Frieden, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft. Dieser Friede bewahre uns und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr, wir bitten dich, dass du uns mit hineinnimmst in diese Liebe, in deine Liebe, dass wir jetzt vor dich treten können und voll Dankbarkeit dich loben und preisen können. Herr, im Glanz deiner Majestät
stehen wir und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, gehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, gehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. O Herr, o Herr, ist die Quelle eines Lebens, und von dir leben wir. Deinen Sohn Jesus Christus, der für uns zum Licht geworden ist, zum Licht der Welt durch seine Auferstehung. Wir bitten dich, lass du uns zum Licht werden, so wie die Prinzessin in der Geschichte am Ende zum Licht für die Geschwister, für den Vater und fürs ganze Volk wurde. Sei du bei uns, Vater des Lichts. Du freust dich an deinen Kindern, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt vor dir. Thank you.
Gott, ja, dass du uns gerade in dieser schwierigen Situation deine Kraft schenkst, deine Hand auf uns ruhen lässt und deinen Heiligen Geist gibst, damit wir frei werden von all dem, was uns bedrückt. Du bist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Macht des Füßen, die uns überschattet. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns kommt. Jesus Christus. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Um diesen Geist der Freiheit bitten wir dich heute Abend. Um den Geist der Freiheit für alle die, die mit ihrer Situation nicht mehr klarkommen, die die Enge der Wohnung nicht mehr ertragen können. Für den Geist der Freiheit, für alle die, die Tag für Tag Leben retten müssen. Für den Geist der Freiheit, für alle die, die für unser tägliches Leben sorgen müssen, sei es in der Lebensmittelbranche, sei es in den Hausarztpraxen, in den Apotheken. Für den Geist der Freiheit, für unsere Kirchengemeinden, die immer noch darum ringen müssen, wie geht es mit den Gottesdiensten, insbesondere mit den Beerdigungen weiter. Herr, du kennst alle unsere Schwierigkeiten und Sorgen. Du weißt am besten, was zu tun ist. Darum bitten wir dich vor allem für den Geist der Freiheit für unsere Regierenden. Ja, dass die Unsicherheit und die Uneinigkeit über das, was zu tun ist, ein Ende hat. Denn wir spüren doch, dass wir und auch sie ohne dich nichts tun können. Ja, dass uns das Salz ausgeht und der Brennstoff für unsere Lampen. Komme du, Salz der Erde, Licht der Welt, mach es hell um uns herum. Und gib, dass wir uns deine Kinder nennen können, die jetzt voll Vertrauen beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben. Unser nächster Gottesdienst findet am nächsten Sonntag statt, zu dem wir auch wieder herzlich einladen. Es gibt bisher noch keine Neuerungen, was die Gottesdienste in unseren Kirchen betrifft. Es ist heute eine Videokonferenz zwischen der Landeskirche und den Superintendenten der Kirchenkreise. Ja, vielleicht wissen wir morgen mehr. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auch weisen wir wieder auf die Online-Kollekten hin. Die näheren Informationen finden Sie wie immer unter www.ekir.de und Sie können Ihre Kirchengemeinden und auch uns mit Ihren Ängsten und auch Nöten konfrontieren. Man hilft Ihnen dort gerne weiter. Wir wollen nun zusammen noch das Segenslied singen, 170, komm Herr, segne uns. Herrn in diesem Abend und wir wünschen Ihnen von euch von ganzem Herzen, bleiben Sie, bleibt gesund, bis zum nächsten Gottesdienst. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden.